Hallo und willkommen zurück. Hello and welcome back. Another Update. Wieder ein Update. Was hat sich geändert? Wir haben eine Gear-Door-Mechanik eingebaut. We mounted a Gear-Door System for the front wheel. We will see this in action shortly. Und wir werden uns dann gleich sehen, wie das funktioniert. We installed another tank mount. Also wir haben hier noch eine Tankhalterung, eine weiter vorne liegende, installiert, um die Tanks auch vernünftig lagern zu können. Die haben wir auch seitlich etwas schwarz lackiert. We painted these parts black. So if you look through the air ducts, it won't shine bright out. Das haben wir etwas schwarz gesprayt, damit man, wenn man durch die Lufteinlässe schaut, das nicht so stark farblich herausleuchtet. Wie man sieht, haben wir auch die Lufteinlässe bereits silber lackiert. We already painted the inlets silver and we used some film to cover the nose of the wings. And we did some other optical enhancements. Wir haben noch ein bisschen optische Ergänzungen gemacht. And yes, that's what we did till now and we will carry on and keep you informed. Das Hauptboard der F9F. This is the main board of the F9F, where we got all the parts assembled here. Wir haben alle Teile hier montiert. Wir haben die Kero-Pumpe, das ist der Kerosene Pump, Kero-Pump, the Kero Valve, and the Filter, and the connections with, will go to the tank and to the turbine. Wir haben hier die Kerosinpumpe mit dem Kerosinventil, einem Filter und den Schläuchen, die zur Tank und Turbine gehen. Wir haben die Smoke Pump, wir haben die Smoke Pumpe hier. Wir haben hier noch ein Sperrventil, damit das Smoke-Öl nicht ins Modell auslaufen kann. Wir haben a valve for the smoke oil, so it can't leak into the model. And then we got our switches. This one is for the turbine battery and this one is for the receiver battery. And the turbine battery also powers the smoke system. We got our receiver battery. Turbine battery will be placed here. It's not here at the moment. And we got the ECU and the receiver. So we got all the things assembled here and we will put this in the F9F and we'll install the rest of the and start cabling. So wir werden dieses Board dann in die F9F installieren. All die fehlenden Teile, also Turbinen, Akku etc. und Servoanschlusskabel installieren und das damit fertigstellen. Just another short info. We also did the cockpit, as you can see. We painted the cockpit and we installed a nice pilot. And yeah, another step to finish. Also wir haben das Cockpit fertig lackiert und zusammengestellt und damit am nächsten Schritt zur Fertigstellung gemacht.